379 Spiele für die Eintracht, 137 Treffer und 55 Vorlagen. Das sind die Statistiken unseres Fußballgotts, der nächste Woche seinen Abschied bekommt. Aber jetzt ist er erstmal hier bei uns. Danke dir, Alex. Hi, Lars. Alex, ich habe es eben gerade die Zahlen vorgelesen. Mit den Toren bist du in den Top 3 der Eintracht. Mit den Einsätzen bist du auf dem 9. Platz. 6 hätten dir gefehlt zu Ralf Falkenmayr. Hättest du ihn nicht noch machen können? Ja, ich kann ja noch mal 6-mal. Muss mal den Olli fragen, ob er mich noch 6-mal bringen kann. Kurz mal eine Minute. Aber nee, alles gut. Oh, darauf habe ich mich, oder das hat mich nie gekümmert, irgendwelche Statistiken. War jetzt auch nur tatsächlich ein Spaß. Du bist ja zum Fußballgott aufgestiegen. Früher warst du eher der zurückhaltende Typ, hast du diese Interviews gar nicht so gemocht. Bist du heute, kannst du das ein bisschen besser verarbeiten? Ja, man wird ja, oder wie mit allem im Leben, am Anfang ist man ja, sage ich mal, ein junger Kerl. Da ist man ein bisschen unsicher noch vor der Kamera. Und mit dem Alter muss man ja immer mehr Interviews geben und dann ist das irgendwann auch Routine. Fangen wir mal an. 2004, damals bist du zu Hamburg, also warst du beim HSV, Hamburger Jungen, Buchholz geboren. Nimm uns doch mal mit in diese Tage, wie das dann lief. Die Eintracht hat dich ausgeliehen, also du weg von deiner Heimat, dann ins Hessenland. Ja, das ging eigentlich relativ schnell. Ich war sogar damals im Stadion, als die Eintracht ist ja abgestiegen in Hamburg. Da war ich im Stadion und dann im Urlaub kam der Anruf von Friedhelm Funkel. Weil Armin Reutershahn war ja sein Co-Trainer und so kam der Kontakt dann zustande, ob ich mir das vorstellen könnte, und dann habe ich sofort ja gesagt, also ein, zwei Tage habe ich ihn dann zurückgerufen und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Ja, und dann bin ich hergekommen mit dem Koffer, da war noch die Geschäftsstelle hier in den Containern, wo der Kunstrasenplatz jetzt ist, und dann bin ich, haben wir den Vertrag unterschrieben und dann bin ich da in die Isenburger Schneise ins Hotel. Holiday Inn war das, glaube ich, damals. Da habe ich, glaube ich, einen Monat gelebt. Ja. Und seitdem bin ich da. Das war damals Umbau zur Commerzbank Arena damals noch. Es lief am Anfang aber gar nicht so richtig rund bei der Eintracht. Ne? Also das hätte man jetzt gar nicht gedacht, dass du dein Lebensende hier verbringen wirst. Nee, wir waren, ich glaube, in der Hinrunde auch nur Zehnter in der zweiten Liga und haben dann eine gute Serie gestartet und sind dann, glaube ich, als Zweiter aber direkt aufgestiegen. Und ja, dann hatten wir, oder ich, 14 schöne Jahre. Wer war in deiner Zeit, wenn du so zurückblickst, bei der Eintracht dein größter Förderer? Wer hat dir immer zugesprochen? Na gut, Heribert Bruchhagen, Friedhelm Funkel in der Anfangszeit. Gerade hat er zu mir gestanden, auch wenn ich mal als junger Spieler nicht immer gut gespielt habe, das ist ja klar. Man braucht da das Vertrauen des Trainers, das hat er mir immer gegeben. Und dann als Nächsten muss ich da Armin Fee nennen. Das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich bei ihm den größten Schritt als Spieler, aber auch als Persönlichkeit genommen habe. Gefördert, aber auch gefordert hast du dich teilweise selbst. Wir haben mal ein kurzes Video mit von Alexander Schur vorbereitet, das schauen wir ganz kurz rein. Dass ich dich immer als Beispiel genommen habe dafür, dass man sich auch während seiner Karriere was erarbeiten kann. Du hast deine Innenseite jedes Training geschult. Wir haben dich teilweise ausgelacht. Ich hatte dir das in Helsinki schon gesagt. Und ich bin wirklich beeindruckt, was du mit einer Selbstschulung, Selbstmotivation erreicht hast. Ja, ausgelacht haben die dich. Stimmt das wirklich? Also nicht vor mir, wahrscheinlich hinter meinem Rücken. Aber ja, ich habe auch gerne Fußball gespielt. Also ich bin gerne auf dem Platz geblieben und ja, klar habe ich das, oder ich habe auch im Kraftraum viel gearbeitet, aber im Torschuss habe ich natürlich als Stürmer immer favorisiert. Habe das oft gemacht mit Benny Köhler und Prölli war oft im Tor. Also es war jetzt nicht Arbeit in dem Sinne, aber übt natürlich, umso öfter man das macht. Ja, ich habe letztens YouTube gelesen, ein Laser in der Innenseite. Wie hat sich das mit diesem Schuss, ich meine, das ist ja dein Markenzeichen, hab das auch sonst nirgendwo eigentlich so gesehen, diese Präzision, dieser Schuss mit der Innenseite, wo hast du das her? Also hast du das einfach tausendfach geübt? Ja, als Kind habe ich viel mit meinem Vater trainiert. Ich glaube, habe ich auch schon oft gesagt, da habe ich auch nur die Innenseite geübt. Er hat immer gesagt, im 16er und rundherum brauchst du nur die Innenseite. Und ich konnte dann auch überhaupt nicht mehr mit Spannen schießen, deswegen musste ich mich umso mehr um die Innenseite kümmern. Hast du überhaupt einen mit dem Spann mal reingemacht? Ja, mein erstes Profitor war sogar mit dem Spann, aber das war mehr Verzweiflung, weil ich da nicht mehr konnte und einfach draufgeschossen habe, ist ein bisschen abgerutscht.
Du wurdest ja Torschützenkönig mit einer Frage. Der letzte Torschützenkönig. Wo steht die Trophäe eigentlich? Die Originale steht hier im Museum. Das ist die Originale. Ich habe eine nachgemachte, auch zu Hause. Aber die Originale steht hier tatsächlich im Museum. Matze Thoma freut es auf alle Fälle. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, einzigartige Fähigkeiten. Dein Schuss mit der Innenseite weckt ja auch Begehrlichkeiten. Es gibt ja diese Geschichte mit, hast du auch in unserem Podcast erzählt, mit diesem China-Angebot. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das kam, als du das Angebot bekommen hast und die Reaktionen von Fee und Herbert Bruchhagen damals? Ja, das war in Abu Dhabi. Wir hatten abends ein Bankett. Das war immer dort im Trainingslager in der Woche. Und ja, mein Berater hatte mich angerufen eine Stunde vorher und hat gesagt, hey, wir haben da ein Angebot aus China. Und was sehr hoch dotiert war zu dieser Zeit. Ja, ne? ja, das war sehr hoch dotiert. Und dann bin ich zu Heribert und Armin hin und habe die mal kurz zur Seite geholt und habe denen das erklärt. Dann haben wir da kurz gesprochen und die haben gesagt, nein, Alex, der Harry hat gesagt, Alex, wenn wir dich gehen lassen, kann ich nicht mehr und wir steigen ab. Da waren wir im Abstiegskampf, dann kann ich nicht mehr in die Stadt gehen und dann habe zur Sicherheit für Harry war dann das Thema auch erledigt. Nee, das war dann ganz schnell vom Tisch und ja, dann gab es noch mal ein besseres sogar nach dem ersten Spiel. Echt? Ja, gab es noch ein. Dann haben wir ja 3-2 gegen Wolfsburg gespielt. Da hast du 3 Buden gemacht, gell? Genau, dann gab es nochmal ein verbessertes Angebot, auch mit einer guten Ablöse. Und, aber Rest ist Geschichte. Genau. Gibt es ein Lieblingstor in deiner Karriere, was du sagst, das findest du am coolsten aus irgendwelchen Gründen? Ja, also am schönsten fand ich immer das Tor zu Hause gegen Düsseldorf zum 3-1 und Schlenzer ins lange Eck. War jetzt kein wichtiges Tor, aber schön war es. Ja, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Hast du ein Spiel, wo du sagen würdest, boah, das würdest du gerne nochmal spielen, weil das hat uns irgendwie, ja, keine Ahnung, mein Porto könnte vielleicht sogar sein, oder hast du ein anderes? Porto? Da sind wir rausgeflogen, aber. Ja, ich weiß, deswegen sage ich. Ich meine, 3-3, ne? Ja, oh, es gab viele schöne Spiele. Ja, wo ich 3 Tore geschossen habe, das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich mal 3 Tore geschossen habe. Das war natürlich was Besonderes. Oder auch das im ersten Jahr, wo wir aufgestiegen sind, wo wir zu Hause dann gegen Wacker Burghausen, wo ich noch den Freischuss abgefälscht und das ein Tor, das waren natürlich super Momente. Aber es gab wirklich, ich will da gar kein einziges Spiel oder so herausheben, da gab es wirklich viele, viele schöne Momente. Mhm. Gibt es vielleicht eins, wo du sagst, das willst du nur spielen, weil es scheiße gelaufen ist, auf Deutsch gesagt? Oder weil du einen anderen Output haben willst? Na, da gab es auch genug. Aber so richtig. Nee, ich habe mir da eigentlich nie Gedanken gemacht. Okay. Nach dem Spiel ist vorbei. Vorbei, dann kann man es ja nicht mehr ändern. Also da habe ich mir nie viele Gedanken mehr drüber gemacht. Alex, dann switchen wir mal in die Gegenwart. Du bist Co-Trainer bei der U21, Cheftrainer ist Christian Glibo. Wie sehr gehst du in dieser Aufgabe auf? Ja, es macht mir riesig Spaß, mit den jungen Talenten zu arbeiten. Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Ich glaube, ich kann den Jungs viel beibringen, gerade weil ich auch den Weg gegangen bin. Ich glaube, das ist für die jungen Talente auch sehr wichtig, dass sie mit einem sprechen können, der die gleichen Probleme hatte wie sie. Sei es mal, was weiß ich, Liebeskummer oder verletzt oder mal auf der Bank zu sitzen. Da gibt es ja alles und ich glaube, da kann ich den Jungs helfen, auch im Weg zum Profi. Und natürlich das Wichtigste auf dem Platz, dass ich Übungen mit denen machen kann. Ich kann noch die meisten Sachen vormachen, außer mit dem Spannenschießen. Aber sonst kann ich alle Übungen mit den Jungs zusammen machen. Und ich glaube, das ist für die Jungs sehr wichtig, weil ich hatte auch, habe am meisten von den Trainern gelernt, die auch natürlich Ex-Profis waren. Was macht Alex Meyer, wenn er keinen Fußball spielt? Ich habe gehört, du bist auf der Asche ganz gut unterwegs. Ja, Tennis spiele ich sehr gerne. Ich brauche ein paar Gegner. Aber wenn es die Zeit zulässt, spiele ich viel Tennis, gehe natürlich mit dem Alf spazieren. Bin jetzt gerade dabei, meinen B-Plus-Schein, Trainerschein zu machen. Da muss ich ist sehr viel online. Das mache ich dann. Und ja, sonst bin ich eigentlich immer nur für die Eintracht unterwegs, macht mir riesig Spaß, bei den internationalen Spielen dabei zu sein. Das ist im Moment so mein Leben. Das klingt gut. Alf ist übrigens der Hund. Da hast du eine Leidenschaft dafür entwickelt, kann man schon so sagen? Ja, klar. Also man freut sich morgens, wenn man aufsteht und er kommt und wedelt mit dem Schwanz und sagt guten Morgen oder abends,
wenn du nochmal mit ihm rausgehst. Also das sind schon natürlich auch schöne Momente. Nächste Woche Mittwoch ist das Abschiedsspiel von dir. Es hat lange gedauert wegen Corona und so weiter und so fort, aber jetzt ist es endlich da. Vorfreude ist wahrscheinlich bei dir riesig, oder? Ja, ich freue mich total auch. Natürlich auch, dass viele alte Weggefährten kommen, alle Trainer kommen, meine Jugendtrainer aus 14 Jahren, Spieler, mit denen ich gespielt habe. Und ja, das wird ein Riesenfest, hoffe ich. Gibt es eine Person, wo du sagst, boah, da bist du überrascht, dass er irgendwie die Reise auf sich nimmt, dass der wirklich hier aufschlägt? Ja, natürlich. Carlos Zambrano kommt, das ist für mich eine Riesensache, weil er ist selber noch voll aktiv und nimmt trotzdem den weiten Weg auf sich. Da freue ich mich riesig. David Abraham ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass die diesen weiten Weg alle nehmen. Und ja, das ist schon eine Ehre für mich, dass sie kommen. Hast du einiges richtig gemacht. Wie sieht es mit deiner Form aus, Alex? Ich meine, du hast ja eben gerade gesagt, du trainierst ab und zu im Hessenliga-Team mit. Genau, ich war jetzt auch etwas laufen. Ich habe mir nur vor 3 Tagen meinen Zeh total angestoßen, als ich aus dem Keller gekommen bin an der Treppe. Da musste ich jetzt mal 3 Tage, konnte ich keinen Schuh anziehen. Die 3 Tage fehlen mir jetzt in der Vorbereitung, aber vielleicht war die Pause ganz gut. Aber der Fuß funktioniert auf jeden Fall. Es war nur der Standfuß, nur der linke, weil ich bin nicht in den Fußballschuh reingekommen. Gut, dann ist es hier nur halb so schlimm. Alex, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir ja ein tolles Fest. Dankeschön. Und natürlich nochmal den einen oder anderen Schlenzer. Ich probier's mal. Danke euch. Dankeschön.